Ich will doch nur, dass es ihr gut geht. Wo ist Luna überhaupt? Sie müsste doch schon längst Hunger haben. Es ist komisch. So. Was macht das Babyfon hier unten? Ich hab das da vorhin hingestellt. Ey, Schatz, ich bitte dich. Das ist ja aus. Hast du das ausgeschaltet? Meine Güte, die Luna ist 10 Jahre alt. Begreif das doch mal. Was ist denn jetzt los, bitte? Es ist doch jetzt nicht... Ja, hörst du, sie hat schon gerufen. Ach, Mensch. Wieso ignoriert ihr mich dauernd? Ach, Luna, bitte. Luna! Ich bin nicht mehr wichtig, oder was? Klinik am Südring. Die Familienhelfer. Einsatz für Familienhelferin Diana Richter. Die Erzieherin wurde von Vater Bennett gerufen, dessen 10-jährige Tochter sich seit einem schweren Autounfall immer tyrannischer aufführt. Dadurch kommt es auch immer wieder zum Streit mit seiner Frau Stella. Die Angst ist groß, dass die Familie an den Nachwirkungen des Unglücks zerbricht. Sie gibt meiner Frau Befehle, sie gibt ständig Widerworte. Ich weiß gar nicht... Wie ich das genau beschreiben soll, ich erkenne beide nicht wieder. Nach einem Autounfall, den Frau Balinski zusammen mit ihrer Tochter Luna hatte, ist das harmonische Familienleben ins absolute Chaos gedriftet. Ihre Tochter tyrannisiert seit der Rückkehr aus dem Krankenhaus die Mutter. Und wenn Kinder sich so um 180 Grad drehen, dann steckt sehr oft eine seelische Not dahinter. Und dem wollte ich heute auf die Spur gehen. Ich habe hier wirklich fast so einen kleinen Diktator zu Hause. Und meine Frau macht das alles noch mit. Ich begreife das nicht. Und da mache ich mir wirklich große Sorgen, weil ich liebe meine Familie. Und so kann das einfach nicht weitergehen. Das ist halt ein riesengroßes Problem. Ich habe auch erst dieses Verwöhnprogramm mitgemacht, was meine Frau dann gestartet hat. Weil Luna war wirklich sehr, sehr tapfer, das muss man sagen. Aber irgendwann, sie schikaniert meine Frau regelrecht. Und das kann es nicht sein. Und das möchte ich so auch nicht mehr, dass sie uns wirklich so behandelt. Da sich Luna bei dem Unfall ein Bein gebrochen hat und ihr Zimmer im Obergeschoss liegt, spielt das Babyfon seither eine wichtige Rolle. Das Gerät sollte ursprünglich nur kurzfristig helfen, ihre Eltern zu rufen. Doch das ist Wochen her und die 10-Jährige drangsaliert ihre Mutter immer weiter damit. Widerworte, da würde ich gerne noch mal drauf eingehen. Naja, es ist zum Beispiel, wenn meine Frau ihr dann was sagt, ja, oder was sie erledigen soll, was sie machen soll, dann gibt es direkt, das mache ich nicht. Und das in einem Ton. Ja. Das kennen wir von Luna nicht. So ist sie auch von uns nicht erzogen worden. Ja, aber ich denke mal, das kommt alles von dem Unfall. Ich glaube nicht, dass es ihre Schuld ist. Ich glaube, dass sie einfach ein Traum... Wieso reagiert ihr denn nicht? Ich habe dich schon mindestens 5-mal gerufen. Okay, hallo, darf ich mich mal vorstellen? Ja. Fangen wir doch mal so an. Hi, ich bin Diana. Wer bist du? Luna. Die Luna. Okay. Wie geht es dir? Ich habe gehört, ihr hattet einen Unfall. Wie geht es dir? Ist alles okay, Schatz? Geht's dir gut? Nein. Was fragst du denn so? Ich bin Ich rufe dich die ganze Zeit. Du ignorierst mich einfach. Oh, Schatz. Ich hab extra... Darf ich mal fragen, wie kommunizierst du denn mit deiner Mutter? Ist doch egal. Nein, ich bin nämlich heute... Das kann mir egal sein. Mir ist es aber nicht egal, dafür bin ich heute hier. Das kann mir aber egal sein. Ja. Ich hab Kampf für dich. Das kann mir sowas von egal sein. Schatz, komm, guck mal. Ich hab dir extra einen Kuchen gemacht. Und ich hab sogar extra deine Dinsen geholt. Hey, stopp. Nein, sie nicht. Sehen Sie das? Ein Moment, ich guck nur mal. Okay, gut. Dann können wir jetzt im Moment keinen Blumentopf gewinnen. Was mich sehr verwundert hat, ist, dass als Luna in die Küche gekommen ist, weil sie eigentlich die Aufmerksamkeit ihrer Mutter haben wollte, dass sie auch mir gegenüber so aggressiv und motzig und pumpig reagiert hat. Für mich war es wichtig, sie dann erstmal wieder auf ihr Zimmer gehen zu lassen, damit sie ihre Wut ein bisschen runterschaukeln kann und ich in der Zwischenzeit das Gespräch mit den Eltern weiterhaben kann. Ich habe eine Vermutung, dass der Korb hier steht nach dem Einkaufen, dass sie es noch nicht geschafft haben, alles wegzuräumen. Ja, tut mir leid, ich bin noch nicht dazu gekommen. Nein, kein Grund, Entschuldigung zu sagen. Ich habe eine prima Idee. Ich sehe nämlich hier hinten auch die Konservendosen stehen. Und würde Ihnen diesen Korb gerne als Ballastkorb überreichen. Den halten Sie fest. Und ich nehme hier hinten die Konservendosen und sage Ihnen, was meine Vermutung ist, was ich rausgehört habe durch das kurze Gespräch schon, was sich verändert hat in der Zeit, seitdem Luna aus dem Krankenhaus wieder zurück ist.
Mir ist sehr schnell aufgefallen, dass Frau Balinski eine sehr devote Haltung ihrer Tochter gegenüber nimmt. Warum, das war mir noch nicht bewusst. Und dann habe ich einen Einkaufskorb in der Küche zur Hilfe genommen, weil ich Frau Balinski veranschaulichen wollte, was gerade mit ihr los ist. Und oft ist es so, dass wenn man etwas selber spürt, man es besser nachvollziehen kann und auch beschreiben kann. Mhm. Widersprüche. Ihr Mann hatte eingebracht tyrannisches Verhalten. Sehr respektlos. Ja, das wird auch langsam schon. Eine Dose habe ich, da lege ich noch ganz großen Wert drauf. Schauen Sie mal auf den Fußboden. Dass Ihre Tochter sogar Ihnen den Kuchen mit dem Teller aus der Hand schlägt. Wie fühlt sich das an? Das ist schon. Ist schwer. Ganz schön schwer auf Dauer, ja. Und schauen Sie mal, wenn ich eine Dose schon wegnehme, dann müsste ein bisschen Erleichterung da sein. Das wäre schon besser. Und dafür bin ich heute hier. Ich möchte Ihnen heute versuchen, zu helfen, so viele Dosen aus diesem Ballastkorb wieder rauszunehmen. Mir schien es so, als hätte Frau Balinski sich eine sehr große Last auferlegt. Und dass irgendetwas in ihr brodelt, sei es vielleicht ein schlechtes Gewissen oder Ähnliches. Und das wollte ich herausbekommen. Die Frage ist halt, warum Sie das, wenn ich das auch richtig verstehe, was Ihnen auch aufgefallen ist, warum Sie das ertragen? Was ist bei dem Unfall, was passiert? Das ist alles meine Schuld. Warum? Warum sagen Sie, es ist Ihre Schuld? Hätte ich mich im Auto nicht so wahnsinnig gestritten mit Luna, dann hätte ich das Auto nicht übersehen. Ich hab... Schatz, ich konnte dir das nicht sagen. Ich hab das Auto übersehen. Ich hab rechts von links nicht gerafft, weil ich einfach so gestritten habe mit ihr. Ja. Ich war so sauer. Und dann war sie so schwer verletzt und mir hat nichts gefehlt, gar nichts. Und Luna, die hat so wahnsinnige Schmerzen gehabt. Sie haben Schuldgefühle. Jeder verarbeitet das anders. Und da ist vielleicht eine Lücke, die ihre Tochter aufgenommen hat, um einfach ein bisschen Druck auszuüben, weil sie davon vielleicht auch wusste, weil sie bei dem Unfall mit dabei war. Das schlechte Gewissen der Mutter war mit Sicherheit der Grund, warum sie sich gegenüber ihrer Tochter so übervorsorglich verhielt. Aber warum Luna sich Mutter und Vater gegenüber so patzig verhielt, dem wollte ich noch auf die Spur kommen. Na, ich komm mal rein. Hey, hier bist du. Luna, was ist denn los? Ich will nicht mit dir reden. Geh weg. Naja, weggehen tue ich nicht, weil dafür bin ich ja heute da. Und Mama und Papa haben dich ganz doll lieb, sonst hätten sie mich nicht gerufen, dass ich versuche, hier zu helfen. Okay, du magst nicht mit mir reden. Was hältst du denn davon, wenn du mir klopfst? Einmal klopfen heißt ja und zweimal klopfen heißt nein. Magst du das mit mir spielen? Bist du wütend auf die Mama? Hast du vielleicht Angst vor irgendwas? Belastet etwas ganz doll. Ich mach nur auf, dass du dein Bein strecken kannst. Das soll dir nicht wehtun. Okay. Was hältst du davon, wenn wir runtergehen und ich helfe dir? Ich helfe dir, das zu klären mit Mama und Papa. Zu gucken, was los ist. Und zu versuchen, einfach in einem ruhigen Ton, dass wir wieder ein Miteinander schaffen. Was hältst du davon? Ja. Ja? Durch die Vorgeschichte mit dem Autounfall hatte ich natürlich die Idee, dass Luna vielleicht unter Albträumen und Angstzuständen leidet und dass sie deswegen sich ihrem Umfeld gegenüber so verhält. Sollte aber noch ganz anders kommen. Und ich bin noch nicht wirklich dahinter gekommen, weil ich dann gedacht habe, okay, ich möchte gerne die Situation und die Stimmung ausnutzen, weil es jetzt harmonisch ist, nach unten zu kommen. Und bei dem Ganzen... Wir sind alle da. Mama und Papa haben dich so dolle lieb. Schatz, du kannst doch mit uns über alles reden. Das tut mir wirklich leid. Ich habe eine Frage nicht gestellt, die mir auch noch auf dem Herzen brennen würde. Ich weiß nicht, ob das vielleicht der Grund sein könnte. Was ist eigentlich mit der Schule? Durch den Unfall, geht sie noch zur Schule im Moment? Sie hat schon sehr viel Unterricht verpasst. Also ein paar Wochen waren es auf jeden Fall. Also seit dem Unfall gar nicht mehr. Okay.
Sie soll jetzt wahrscheinlich nächste Woche, wenn das mit dem Bein funktioniert, nächste Woche wieder in die Schule. Hat das mit der Schule zu tun? Das ist nur so. Ich bin schon so lange nicht mehr in der Schule. Ich habe das Gefühl, ich komme einfach nicht mehr richtig mit. Aber Schatz. Ich schaffe es einfach nicht. Ich bin so Scheiße. Wir helfen dir. Du bist doch nicht alleine. Wir sind doch da für dich, Schatz. Kein Schüler kann mir richtig helfen. Okay, Luna, versuch dich mal zu beruhigen, dass ich das jetzt mitbekomme. Also, du hast Angst, nicht versetzt zu werden, dass du die Arbeiten, die du jetzt verpasst hast, dass du schlechte Noten dadurch hast, durch dein Fehlen. Okay, und du hast versucht, mit deinen Schulkameraden, den Stoff aufzuholen. Und keiner hat Zeit, habe ich das richtig rausgehört? Und sie lernen selber alle. Ja. Okay, habt ihr denn ein, bei uns früher gab es das immer so, dass es einen Schüler gab, der immer für denjenigen, der krank war, das gesammelt hat, dass man den Stoff zu Hause hat. Ja, das gibt's bei denen auch, ja. Ja. Luna hat durch den Kontrollverlust in der Schule ihre Hilflosigkeit mit aufmümpfigem Verhalten zu Hause kompensiert. Und da die Mutter immer um ihr und ja in der Nähe gewesen ist, war sie natürlich das Ventil dafür. Ja. Wenn wir da einfach einen Plan erstellen, dass man dir einfach mithilft und wenn deine Mitschüler keine Zeit haben, dann könnte man einen Nachhilfelehrer vielleicht organisieren oder wir könnten mit den Lehrern nochmal sprechen. Das kriegen wir hin. Jetzt wissen wir ja, woran es liegt, was dich so belastet hat. Hast du doch was gesagt, ne? Schatz, wir sind doch für dich da, wir helfen dir doch. Das weißt du doch, wir lassen dich doch nicht alleine, Süße. Okay. Aber ganz wichtig ist, dass du die Mama nicht mehr so angehst und auch nicht den Papa. Und in der Küche liegt ein Kuchen, da kümmert ihr euch bitte nachher noch drum. Lässt das bitte nicht die Mama machen, okay? Ja. Das machen wir zusammen, okay? Ja. Dass Kinder altersentsprechend Launen haben. Damit müssen wir Eltern einfach umgehen lernen. Aber es ist ein Stück weit an uns selbst zu schauen, inwieweit können wir das mit Humor nehmen und inwieweit müssen Gespräche geführt werden. Und wenn du noch mal einen Ausraster kriegst, dann rufen Mama und Papa mich an und dann versuche ich das übers Telefon zu coachen. Okay? Ja. Versprochen? So machen wir das, ne? Okay. Ja. War das deine große Sorge? Ist aber auch ein schweres Thema. Aber da arbeiten wir dran. Oh Gott, vielen Dank. Okay. Vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Dank Familienhelferin Diana Richter wurden die Probleme deutlich und die Familie geht sie nun gemeinsam an. Mama Stella und ihre Tochter verstehen sich mittlerweile wieder sehr gut. Auch die Schwierigkeiten in der Schule sind kein Thema mehr. Luna geht bald sogar aufs Gymnasium.